Herzlich willkommen zur 123. Folge Hyanons mit dem Felix. Hallo. Hallo. So, Ladbacken. Welch jetzt? Nicht jetzt. So, so willst du spawnen, okay. Dann willst du bei Strom ist ja dran eigentlich setzen. Vollkommen egal. Nee, Strom dran setzen ist so deutlich schwerer als es vorher war. Du hast nämlich nur einen gebraucht, jetzt musst du doppelt setzen. Wie viel hattest du jetzt gebaut? 5. Das könnte reichen, hoffe ich einfach mal. Das wird nicht reichen. Ich weiß nicht warum, aber es reicht einfach nicht, Felix. Es wird nicht reichen. Abwarten. Nein, eigentlich sollte es reichen, aber wir kennen unser Spiel ja. Es wird nicht reichen, ja. Das kann nicht wahr sein. Felix, was lachst du schon wieder? Wie viel Spaß du hast heute. Lass mich einfach in Ruhe. Okay. Lass mich einfach in Ruhe. Ich höre dir einfach gar nicht zu und ich mache einfach hier weiter und ignoriere einfach alles, was der Felix sagt. Hast du keinen Untergrund mehr? Oh, ich hab mir jetzt noch. Achso. Hey. Ich habe Besuch von Carter Gaming. Ah, okay. Sag mal, hast du in die Maschine mal reingeguckt, wie viele Grades 2er da drinnen liegen? In den beiden, die nicht laufen, in den Screenern? Ja. Da sind über 200 drinnen, ne? Ja. Aber Hauptsache, 2 von denen sind recht voll gelaufen, der Rest ist alles leer. Ja. Hauptsache, wir haben hier oben jetzt mal wieder ein paar Motoren. Hauptsache, wir bekommen jetzt ein paar Tintplatten. Das ist viel wichtiger. Ja, das wäre unter Umständen... Aber es sieht schon mal deutlich besser aus als vorher. Aber mal gucken. Ja, deutlich besser ist aber noch nicht, ist es besser. Naja, es steht jetzt schon mal teilweise was am Platten halt... da oben drinne. Wo? Hallo, liebes Spiel, pingen. Ah, es geht auch mal ein bisschen was nach unten für die zweite Anlage. Also das ist doch schon mal... Ich glaube, mein Spiel ist kaputt. Schade. Naja, man kann nicht alles haben, sage ich immer, ne?
Aber hast du schon mal bei der Forschung oben rechts drauf geguckt? Das ist eine Forschung von 48, die wir fertig haben müssen oder so. Ja, aber es liegt ja auch daran, dass gewisse Leute sich gedacht haben, ach, die Kombination aus No Handcrafting und einem riesen Forschungsfaktor ist eine super Idee. Keine Ahnung, welcher Depp das war. Ja, kannst du ja, derjenige ist auch gerade im Chat, kannst du ihm gerne persönlich sagen. Nee, du hast dich ja darauf eingelassen oder das ist provoziert. Dagobert ist schuld. Ach so, jetzt schiebt er es wieder auf andere, typisch. Ja, natürlich. Irgendwer muss schuld sein. Ja, und das bist Und leider ich du. finde, nee, ich finde, Alter, echt jetzt? Wofür sind eigentlich die Forschungen von der gelben und der lila Flasche drin, wenn sie nichts forschen? Weil die richtigen Pakete bekommst du ja in anderen Forschungen mit drin. Also. Es wäre jetzt echt nicht schlecht, wenn die jetzt hier vielleicht unter Umständen mal so ein bisschen, zumindest ein bisschen von den Great One hier mal rausarbeiten würden. Grade 1 oder Grade 2? Tu. Du hast O1 gesagt. Na gut, das Zeug ist jetzt alles raus. Das heißt, jetzt sollte das ja theoretisch jetzt ein bisschen abnehmen. In der Hoffe ich einfach Theorie. mal. Ja, in der Theorie. Aber irgendwie nimmt es nicht ab. Und ich habe jetzt schon 2, 4, 6, 8, 10 Backenbrecher da stehen. Ja, es liegt aber daran, dass die ganzen Dinger hier jetzt ihre 200 Teile aufs Fließband geworfen hatten, die beiden mittleren. Das sollte jetzt sich eigentlich zeitnah zurückbauen. Eigentlich. Weil dann 200 auf einmal sind ja doch ein bisschen viel für das ganze System. Ja, das war halt die Kiste, die da gestanden hat von dir mit den 500 Stück. Die habe ich hätte auf drei Maschinen aufgeteilt. Na dann. Ja gut, aber es sollte jetzt eigentlich soweit passen. Da oben ist ja auch fast voll gelaufen, da ist ja eh voll gelaufen. Irgendwie eine ganz schöne Menge an Stein, die da rauskommt, aber er kommt noch gerade so hinterher. So, haben wir sonst jetzt noch irgendwo ein Problem? Nein, das davon haben wir mehr als genug. Wir haben aktuell davon mehr als genug. Ja, es fehlt tatsächlich nur noch und immer noch an Zinn, ne? Ja, aber da können wir eigentlich jetzt nicht mehr so viel machen. Wir Ne, könnten zwar das gucken, ist ob wir auf jetzt. zwei Bänder irgendwie gehen, aber ich glaube nicht, dass Wohin? wir. Ja, das ist ja das Problem. Ich glaube nicht, dass wir den Platz dafür haben. Ich war ja noch nicht fertig mit dem Satz. Wobei wir theoretisch gesehen jetzt mehr als genug Backenbrecher hätten, als dass wir noch ein oder zwei Screener hinsetzen könnten. Denke ich. Sieht zumindest so aus, so schnell wie sich das jetzt inzwischen abbaut. Aber ich glaube, da habe ich irgendwas kaputt gemacht. Das weiterlaufen. Ja, aber ich sage mal, so haben wir auf jeden Fall deutlich mehr an Zinn schon mal. So, was war jetzt da durchgelaufen? Dein Ausgrabung 1. Mit dem hast du jetzt einige Bohrkopfrezepte oder Bohrerrezepte und den Bohrer bekommen. Das heißt, wir könnten jetzt aus diesen aus ein paar von den Bohrfeldern, die da existieren, gewisse Erze holen. Eisen, Kupfer, Quarz, Borax, Nixtelit können wir jetzt abbauen.
Und du kannst Ja. aus Eisenstangen Sand, Kies, Stein, reichhaltiger Staub und groben Schotter herstellen. Mit dem Sandextraktor. Aber den Sandextraktor wolltest du ja haben wegen Stein, aber ich. Was brauche ich dafür? Der Öl, nee, den Ölsandextraktor wollte ich. Du willst den Sandextraktor ohne Öl. Aber ich wollte auch den Ölsandextraktor kurzfristig mal für ein paar Sachen haben. Ja, für dein kleines Ölsandfeld, was du hinten da stehen hast mit deinem Ölsand. Hast du noch ein paar Sachen im Inventar, die du hier mal in den Ölsandextraktor reinschmeißen kannst? Das war klar. Oh, mit den Bleiplatten. Da unten. Hat man hier so ein Sediment Davon habe Macher ich auch noch machen? welche gehabt, aber ich habe Ne, gerade auf davon haben wir andere Dinge oben. geachtet. So, der da, was ist das da? Titaniumplatten, okay. Da habe ich eine Kiste sogar hingestellt gehabt von. Wo hast du hingestellt? Oben beim Oben. großen Ding, kurz nach den Schmelzöfen. Ja gut, Titanium haben wir ja nur da oben, ne? Für Dings. Wie viele wolltest du denn haben? Ein oder zwei? Was? Ölsandextraktoren. 5. Obwohl, mach erstmal nur einen und guck mal, wie groß die Dinger sind. Wofür hast du jetzt eigentlich Titaniumplatten geholt, wenn ich zwei Bohrer mit meinem Titanium in deinem Inventar machen konnte? Brauchen sich die Bohrköpfe? Ob die sich verkaufen, verbrauchen? Ich glaube, ja, aber ich weiß es nicht. Du brauchst einen Bohrkopf, Synthesegas und Bohrflüssigkeit. Also gehe ich davon aus, dass sie sie verbrauchen. Und ich glaube, du brauchst nur einen Ölsandextraktor, so klein wie mini wie die sind. Hab den immer ins Inventar gedrückt, den kannst du dir mal in die Hand nehmen. Wo ist der denn? Ölsandextraktor. What the f. Ich glaube, da brauchst du nur einen, ne? Okay. Ich glaube, da brauche ich nur einen von. Holy shit, ey. Okay. Ist ein bisschen größer als erwartet, ne? Ja, ich habe eigentlich schon fast damit gerechnet, dass die groß sind. Aber. Nicht so groß. Das brauche ich noch so ein Ding. Ha. Haben wir Niobplatten und haben wir Chrom? Chrom haben wir mehr als genug. Niobplatten ist bloß Arschscheiße herzustellen. Ja, stimmt, Chrom war das Zeug, was wir hier hinten schon irgendwo hergestellt hatten. Man muss es nur wiederfinden. Ich wünsche dir viel Spaß, Niobplatten zu machen. Ja, da gucke ich mir gleich mal an. Dann fangen wahrscheinlich gleich an zu weinen, aber dann gucke ich mir das erst zum Ende der Folge an, damit man das Weinen nicht hört. Ich dachte, jetzt kommt zwischen den Folgen, aber okay. Okay, Nio. Wieder. Als Luft haben wir, Natriumchlorid haben wir, Niobuxid. Aus Ammoniak, Ammoniak haben wir, Niobkomplexe.
Okay, Niob-Konzentrat, Niob-Staub, Niob-Pulver aus Niob-Erz und das aus Teer und Wasser. Okay, organische Lösungsmittel Ich weiß bei der behandelt. Hälfte nicht mal, wie spontan wie man es herstellt, aber ist egal, ne? Was? Ja, wenn ich mir das so angucke, so. Ich weiß nicht, wie Lampen, man. aus Lampen, genau. Ich weiß nicht, wie man organisches Lösungsmittel und Hydrogenchlorid herstellt. Dampf haben wir, Sodiumhydroxid ist aus dem Sodium, was wir für das andere Zeug herstellen, das ist das Abfallprodukt. Rohfasern ist hier in diesem komischen Dings da, was du für die Forschung hast hier. Na dann. Und behandeltes Holz ist das die Geschichte, die du hinten mit Teer und sowas hast. Also das heißt, bis auf Rohfasern haben wir davon alles sogar schon. Nur Hydrogenchlorid können wir nicht herstellen, da brauchen wir definitiv die Forschung Mining Machines Stage 2. Wir haben übrigens irgendwo Rohfasern, frag mich aber nicht wo. Ja gut, wenn wir irgendwo theoretisch Rohfasern hätten, dann... Also es wird auch hier oben sein, warte mal. Wo ist denn die? Also hier ist dann, hier ist das behandelte Holz. Eventuell hatten wir es auch nur, aber es steht doch noch immer was, oder nicht? Auch hier haben wir das andere Zeug, was wir brauchen. Für die organischen Lösungsmittel. Da ist Rohfaser. Ist aber nicht mal in der Nähe von da, wo du gesagt hast. Aber da sind auch, da ist auch das behandelte Holz alles schon da. Ja, weil gewisse Leute ja hier Scheiße bauen durften und das auch dann Urea, das alles gefühlt, was du brauchst. Was wollte ich denn exakto haben? Die Steine, ne? Ja, aber ich habe das Gefühl, das ist nicht worth it. Aktuell zumindest nicht. Aber dann hätten wir dann wenigstens das Zeug mal, also würde das wiederum ist worth it machen. Es ist aber die große Frage. Man könnte theoretisch jetzt auch hier vorne mal ein Untergrundband hinsetzen. Warte mal, ich stehe glaube ich noch irgendwo in der Nähe da, ne? Ja. Sind den Stein aber auch genau ausgemessen, oder? Was? Das ist mit den Steinen aber auch da echt genau ausgemessen, was das beim unteren Band angeht. Ja. Er greift an genau das, was produziert wird um Mumbai. Ja, und jetzt haben die mittlerweile auch das ganze Überschuss abgebaut. Das heißt, wir sollten dann theoretisch da auch gleich ein bisschen weniger ankommen haben. Wenn die ersten jetzt hier durch sind. Dann sollte wahrscheinlich doch nur noch die rechte Seite laufen. Gut, aber das Schöne ist, nach da oben ist es jetzt voll gelaufen, nach da ist es voll gelaufen. Das heißt, jetzt ist es nach da voll gelaufen. Dann sollte das Zeug jetzt auch mal deutlich besser nach unten durchkommen. Dementsprechend kriegen wir gerade richtig schöne viele Dings und hier bei der Forschung arbeitet jetzt sogar dreieinhalb rein. Hat natürlich den großen Vorteil, dass wir dadurch natürlich jetzt hier oben mehr Gas machen. Dementsprechend wird die Anlage da oben da stehen bleiben, weil irgendwie der Schmelzofen keinen Brennstoff mehr hat. It's a kind of magic. 20 und 18. Wir haben schon 2 Millionen Steine wieder verbraucht da oben für Sand, ne?
So, die Methanolverarbeitung, das war ja Titantetrachlorid, Methan, heiße Luft. Gefüllter Methanol, leerer Gasgang, Rectisol. Raffiniertes Synthesegas, Wasser, Kohlenstoffdioxid, Säuregas. Das ist eher uninteressant. Koks. Na gut, wir können aus Methanol können wir Nichrom, Molybdän und Erdgas. Molybdän und Erdgas. Molybdän, Vanadium, Methan, Molybdän. Molybdän. Dann könnten wir das ganze Molybdän mal anfangen loszuwerden. Wo ist denn Molybdän? Nickelohr, Niob-Erz, Blei, Borax, Titan. Ach, da haben wir auch noch Titan, was wir abbauen müssten. Da haben wir noch Eisenerz, Titan. Ach, das Titan muss ja auch weg. Na toll, Quarz, Niob. Chromium, Regolith, Zink, Borax, Ölsand. Hey, was ist denn Molybdän? Das ist die, ne, das ist Zinn. Blei. So, ach, das ist das hier hinten. Doch das Ich eine muss hier. Zeug, was wir hier hinten überbaut haben, zum Beispiel. Gut, ich würde sagen, haut rein. Bis zum nächsten Mal. Und tschüss. Tschüss.